Bedienungsanleitung. Okay. Ich denke, eine Bedienungsanleitung bräuchte das Teil nicht. Es ist aber relativ einfach zu benutzen. Das ist ein Audiotest. Ich versuche gerade irgendwie eine Bezeichnung von diesem Gerät zu finden. Hier auf der Packung. Es steht drauf, USB-Soundkarte AC3 schwarz. Neu. Das war schon mal was. Bedienungsanleitung, da ist ein Logo von CSL drauf. Und da steht dann auch nochmal USB-Soundkarte 5.1 Virtual Surround Sound. Artikelnummer, bla blub und so weiter. Lieferumfang, externe USB-Soundkarte 5.1 Virtual Surround Sound und eine Kurzanleitung. Ja, Produktdetails. Inbetriebnahme. Nehmen Sie die USB-Soundkarte aus der Verpackung und schließen Sie diese an einem freien USB-Port an Ihrem Computer an. Dank Plug and Play kann dieses im laufenden Betrieb geschehen. Stimmt. Konnte ich einfach reinstecken und es lief auf Anhieb. Was mir gerade auffällt in der Audiospur, so ein bisschen Rauschen ist da. Und ich denke, ich muss auch mit der Lautstärke, mit der Grundlautstärke nochmal ein bisschen hochgehen. Ich habe die jetzt mal auf ganz regulär 100% gestellt. Ja. Sicherheitshinweis, Haftungsausschuss, bla blub, bla blub. Ich denke mal, ich verlinke das einfach. Hab das Teil bestellt als Übergangslösung, bis ich vernünftiges Mikrofon habe. Bei Amazon hat irgendwie 7 Euro oder 8 Euro oder sowas gekostet. Und ja, ich kann sagen, es funktioniert unter Linux einwandfrei. Ich probiere mal eben parallel einfach irgendein YouTube-Video aufzumachen. Einfach nur mal umzuschauen, ob das irgendwie Einfluss darauf hat. Na komm, bisschen schneller. Ob das irgendwie Einfluss darauf hat, was die Ausgabe angeht. Gucken wir mal. Ist das ein Mono-Video? Gucken wir hier mal. Ja, es war ein Mono-Video. Schön. Gleich als Beispiel mal ein Mono-Video geladen. Also, es funktioniert. Ich denke mal, das Aufnehmen, das werde ich separat nochmal testen. Mir ging es jetzt erstmal primär um die Audioqualität. Das haut soweit hin. Ich werde das jetzt natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten oder auch nicht. Mal schauen, wie es sich anhört. Und dann hören wir uns demnächst. Tschö. Halt, stopp, Moment, bevor ihr abschaltet. Das ist jetzt nochmal ganz kurz für ein paar Sekunden einfach eine unbearbeitete Aufnahme von dem Gerät. Einfach nur mal, um den Vergleich zu haben, wie sich das vom Ton her unterscheidet. Es ist ein bisschen leiser und der Kompressor ist halt eben nicht dran aktiv. Von daher ist es alles ein bisschen reduziert und das Rauschen könnte man eventuell auch ein bisschen hören. Wollte es einfach nur nochmal kurz eingespielt haben zum Vergleich und jetzt ist aber wirklich Feierabend. Tschö!